Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute habe ich einen kleinen Haul für euch und zwar von der Wachsmagie. Das ist ein neuer Online-Shop bei den Handmade-Wachsfeen, sage ich jetzt mal. Und da habe ich bestellt, jetzt wo das erste Mal die Shop-Eröffnung war und würde euch jetzt gerne meine kleine Bestellung zeigen. Ja, achtet heute nicht so auf mich. Ich habe eine kleine Erkältung mir eingefangen und ja, so sehe ich leider auch ein bisschen aus. Aber der Postbote hat gerade geklingelt und ich dachte mir, ich packe das gleich aus, bevor es dann hier wieder tagelang rumsteht. Genau. Wir haben hier einmal die Bestellung an sich, wo alles abgehakt wurde. Das ist ja weniger interessant. Und so sieht das Päckchen aus, wenn man das geöffnet hat. Ja, sehr schön gemacht. Hier ist so ein kleines, das sieht man glaube ich ganz schlecht. Da steht Open Me drauf, aber ich muss das jetzt hier nicht so aufknacken. Und dann steht hier noch, was man so wissen sollte und Anwendung der Duftmelds. Das ist übrigens das Logo der Wachsmagie. Findet ihr auf Instagram und den Online-Shop ganz normal im Internet. Das ist ja eigentlich klar. Ja, und dann haben wir hier erstmal so eine Tüte und dann noch ein Creepy Jelly. Das ist so eine Spinne oder irgendwas. Und dann hier so eine kleine süße Tüte. Und da wollen wir jetzt mal gucken, was drin ist. Ich kipp die hier mal aus und dann schauen wir mal. Die ist auf jeden Fall richtig süß, oder? Die hebe ich mir auch auf. Dann haben wir hier, das ist ja toll, ein Auto Lufti Dufti Magic Wand. Ist ein Gratis-Goodie und da seht ihr auch mal, wie schön das alles designt ist. Ich glaube, es ist die liebe Andrea. Lasst mich mal kurz gucken. Ja, die liebe Andrea ist nämlich auch im Designbereich tätig und macht alle ihre Labels selber. Was einfach mega schön ist, aber bestimmt auch sehr viel Aufwand. Es ist natürlich ne, so ein Extra, was man dann dazu bekommt. Einfach die schönen Labels. Das ist der Dufti, der kommt nachher ins Auto. Kleiner Kürbis. Riecht mal dran. Riecht sehr zitrisch. Aber im Auto soll es ja auch immer ein bisschen frisch und gut duften. Deswegen kommt das dann damit dran. Meine Katze macht hier schon wieder irgendwelche Sachen. Immer wenn ich anfange, Videos zu drehen. Ansonsten ist die die liebste Katze der Welt und dann geht's los. Naja, dann haben wir hier eine Düftelprobe weihnachtliche Mandarine. Und da bin ich ja dabei. Mandarinendüfte finde ich ja sehr, sehr schön. Gibt es irgendwie zu wenig authentische? Die riecht aber schön. Riecht wirklich ein bisschen weihnachtlich, als ob irgendein Gewürz oder so mit drin wäre. Und süße Mandarine, aber wirklich authentisch. Kann ich mir gut vorstellen. Gefällt mir schon mal sehr. Dann haben wir geröstete Maronen. Da bin ich jetzt mal gespannt, weil das ist nämlich normalerweise nicht so meins. Ich weiß, dass viele das ja, gibt das nicht auch zum Essen? Ich weiß nicht, wie das schmeckt, aber irgendwie würde mich das ja ein bisschen abschrecken. Ja. Das ist noch einer der schönen Düfte. Ich glaube, hat Yankee Candle nicht mal so einen Golden Chestnut oder wie der hieß? Der hat mir überhaupt nicht gefallen. Der hier ist aber schön warm. Natürlich riecht man diese Kastanie oder was das ist. Aber nichtsdestotrotz sehr schön. Dann haben wir hier Dominosteine. Ja, das hört sich doch auch schön an, oder? Ja, riecht auch wie ein Dominostein. Schmeckt. Man riecht so ein bisschen Marzipan und auch Marmelade, diese kleine
Keks, Kuchenfüllung, was es auch immer ist, da unten drunter. Sehr, sehr lecker. Und dann haben wir hier noch, ich glaube, das habe ich bestellt. Wenn ich mich nicht irre, sind das die Sachen. Hier muss ich nur mal gucken, ob die Tüten auch die richtigen Tüten sind, weil die so durchlässig aussehen. Da weiß ich jetzt nicht. Ich glaube, das sind die Tüten, die die Duftstoffe aufnehmen. Da muss ich das dann mal umtüten, leider. Hier haben wir saurer Apfel und Vanille. Auch wieder super schön gemacht, das Label. Und ich hole das Melt mal raus, weil ich glaube, das sind keine PP-Tüten, sondern PE. Und dann haben wir hier so ein Kürbis. Auch dreifarbig gegossen, falls man das gut erkennen kann. Ja, der riecht echt schön. Man riecht wirklich Apfel. Aber wirklich was Saures auch ein bisschen. Und die Vanille. Da freue ich mich. Ich habe so eine Halloween-Schublade und dann kommt der rein. Aber den tüte ich vorsichtshalber mal um. Da bin ich mir jetzt nämlich nicht sicher, ob das nicht PE ist. Nachher ist der Duft weg. Das möchte ich nicht. Dann haben wir hier Süßes. Sweet Butternut Pumpkin. Und hier auch wieder sehr schön gemacht, das Label. Und da habe ich auch ein Kürbis. Auch so schön gemacht, ne? Auch so mit viel Glitzer und so weißen Pünktchen. Hier hinten ist auch nochmal Glitzer drauf. Dreifarbig gegossen. Ja, und der riecht wirklich schön. Der riecht wirklich authentisch nach Kürbis mit Butter und Popcorn. Riecht fast genau gleich, zu 90%. Wie der, wie heißt der denn? Von Country Candy gibt es auch so einen Kürbisduft. Ich kann den euch mal einblenden. So riecht der. Herrlich. Und das Melt an sich, Leute. Wunderschön. Aber auch hier muss ich gucken. Ich glaube, das ist auch keine P-Tüte. Dann habe ich hier dunkler Granatapfel. Auch da ist das wieder sehr schön gemacht. Und da bin ich gespannt, weil ich mag so Granatapfeldüfte sehr gerne im Herbst. Der ist auch toll gemacht, guck mal. Hier ist auch Glitzer drauf. Und der riecht echt besonders, der riecht wirklich dunkel. Als wäre noch Pflaume oder irgendwas drin. Und so eine Spur von Gewürzen, der ist wirklich toll. Der ist schön gemacht. Da freue ich mich sehr drüber. Ich hoffe, dass das mit den Lichtverhältnissen hier heute geht, aber ich entferne mich heute nicht weiter von meiner Couch, als ich muss. Das finde ich auch gut, Verpackungsmaterial, so ein bisschen ökologisch. Dann haben wir hier, gucken wir mal. Jahreskreis Samhain, Drachenblut, Orangenblüte, Patchouli, Zedernholz und Tonkabohne. Auch wieder hier sehr schön gemacht. Und da gucken wir doch mal. Ja, mega, oder? Guckt euch das mal an. Auch richtig dick das Melt. Das ist, glaube ich, eine Motte oder irgendwie sowas. Mit viel Glitzer. Ach, der riecht richtig mystisch, dunkel. Man riecht diese Blutorange oder was da drin ist. Orangenblüte, Drachenblut wird wahrscheinlich sowas wie Blutorange sein. Ja, Patchouli, Zedernholz, Tonkabohne, das macht alles ein bisschen dunkler. Rauchig.
Das ist echt ein richtig schöner, mystischer Duft, den ich mir auch zu Halloween gut vorstellen könnte, zu verbrutzeln. Wo es ein bisschen schade ist, ne, wegen dem Meld. Das ist ja ein kleines Kunstwerk. Aber ich finde, so müssen Melds aussehen und nicht anders. Dann habe ich hier einmal Pfefferminzbruch. Und das sieht auch wieder schön aus. Guckt euch mal an, ne? In so einer schönen Verpackung hier. Ich hole mal da so Meld raus. Nehmen wir mal das große und das riecht auch klasse. Richtig fetter Pfefferminzbruch. Hier so weiß gehalten, hier eher ein Pink. Ach, riecht herrlich. Es riecht nach Pfefferminz, nach Vanille. Vielleicht ein bisschen Cotton Candy, das weiß ich nicht. Und im Abgang hat das wirklich eine ganz kleine Spur Zimt oder irgendwas noch mit drin. Für meinen Geschmack. Ach, das ist ein herrlicher Duft. Ich weiß gar nicht, wie viel Gramm das sind. Aber das Gute ist, das finde ich wirklich schön, bei der lieben Andrea im Shop kann man sich bei vielen Sachen aussuchen, wie viel Gramm man haben möchte. Also ich glaube, das war nämlich bei denen hier auch so. Da konnte man sich aussuchen, ob man 100 Gramm möchte, 50 Gramm, 75, bin mir gar nicht sicher. Ich glaube, ich hatte hier 50 Gramm genommen, genau, erstmal um zu testen. Aber wenn man dann seinen Lieblingsduft hat, kann man natürlich auch immer mehr nehmen. Was ich schon mal nicht schlecht finde, dass man sich das so ein bisschen selber aussuchen kann. Ja, Pfefferminzbruch mag ich auch sehr gerne. Dann habe ich mitgenommen Sweater Weather. Auch hier wieder so schön gemacht. Das Label. Das war meine Katze. Die meinte, sie muss den Karton vom Sofa schubsen. Auch hier wieder richtig schönes Meld. Mit Glitzer. Ach, und der Duft. Herrlich, richtig schön. Kuschelig, vielleicht ein bisschen Vanille. Aber das ist so ein richtiger Wohlfühlduft, den man anmacht, wenn es draußen kalt ist. Ja, der ist einfach schön. Ich glaube, den lasse ich mir noch ein bisschen liegen. Für November, Dezember. Aber auch hier bin ich mir nicht sicher, ob das die richtigen Beutel sind. Das weiß ich leider nicht. Und als letztes, das Label finde ich auch wieder mega schön. Also da wirklich, sie lässt sich so viel einfallen. Und ich weiß selber, wie viel Arbeit das ist, weil ich ja auch mal im Grafikbereich meine Ausbildung gemacht habe. Und das ist wirklich sehr, sehr viel Zeit, die man in sowas reinsteckt. Aber das lohnt sich auf jeden Fall, weil es einfach wunderschön aussieht. Und das ist Herbstzauber. Und da bin ich mal gespannt. Ich glaube, da habe ich gleich 100 Gramm genommen, wenn ich mich nicht irre. Und da sind so ganz doll verschiedene Blätter drin. Also einmal sowas oder auch so ein Blatt. Was haben wir hier noch? Hier ist auch noch ein Blättchen. Ja, und dann schnuppern wir mal gleich an einem. Ach, das riecht wirklich schön. Nach Herbstblättern, anders kann ich es nicht beschreiben. Wie wenn man rausgeht, das Herbst fällt runter, das Herbst. Wie wenn man rausgeht, das Laub fällt runter. Und so eine frische Brise weht einem ins Gesicht. Herrlich. Mag ich auch sehr gerne. Ich weiß gar nicht, ich glaube, dass verschieden, aus welchem Wachs das ist. Hier ist zum Beispiel aus Paraffin Sojawachs. Das hier ist nur aus Sojawachs. Hier ist aus Rapswachs. Das ist unterschiedlich. Ich werde einfach mal durchtesten und schauen, was sich da am besten in der Duftlampe macht. Ich würde die erstmal am Teelicht probieren, weil ich jetzt nicht weiß,
wie intensiv die dann in einer Sensi-Lampe sind. Meistens schafft Sensi das auch nicht zu erwärmen, deswegen haue ich die mal lieber in die Teelichtduftlampe, dann habe ich auch was von den Düften, als dass ich sie dann am Ende verschwende. Ja, also ich bin begeistert schon mal. Von der Aufmachung muss ich sagen, finde ich mega, dass sich dafür die Labels so viel Mühe gegeben wird. Das kennt man sonst, glaube ich, nur von Iceflower. Aber ich muss sagen, jede Duftgießerin hat irgendwo ihr Steckenpferd. Und ich liebe alle Duftgießerinnen, die es bei uns hier gibt. Ich bin froh, dass wir so etwas haben. Und man nicht nur die industriellen Wachse zu kaufen bekommt, sondern auch sowas mit Liebe gemachtes, selbstgemachtes halt. Ja, ihr merkt, mein Deutsch ist heute wieder sehr korrekt. Ja, ich wollte jetzt eigentlich gar nicht lange schnacken. Das war mein kleiner Haul. Für mich reicht das erstmal zum Ausprobieren, um zu gucken, ist das was für mich? Ja, nein. Es gibt ja zum Beispiel auch Wachsgießerinnen, die manche nicht mögen oder deren Wachs manche nicht mögen. Und ich gucke da immer, ich probiere gerne neue Sachen aus, um zu wissen, ist das überhaupt was für mich? Und auch um euch ein Feedback zu geben. Ja, die Wachsmagie macht regelmäßig Restocks. Ich glaube, sie haben so vor, 2 bis 3 Mal im Monat einen Restock zu machen. Deswegen, wenn ihr Instagram habt, guckt da unbedingt auf ihrer Seite vorbei. Da wird immer sehr, sehr viel ja, vorgestellt und auch rechtzeitig bekannt gegeben, wenn es einen Restock gibt. Und ja, das war es jetzt von mir. Ich habe schon lange genug gelabert. Ich werde jetzt das Video schneiden und dann bald hochladen, je nachdem, wann ich dann Zeit habe. Macht's gut, meine Lieben. Habt noch einen schönen Tag.